Hallo liebe Freunde, ich grüße euch zu einer weiteren Folge Transportfieber hier auf meinem Kanal. Ja, wir fahren jetzt einfach mal mit diesem Tram mit. Ja, die Auslastung von dieser Linie könnte eigentlich auch etwas besser sein. Ja, sieht eigentlich noch ganz hübsch aus mit diesen Steinhäuschen. Sehr cool. Ja. Ich würde mal sagen, wir bauen hier noch den Nahverkehr heute mal aus. Wenn man hier so guckt, hier hinten haben sie alles neu gebaut. Hier geht es eigentlich, da ist jetzt gerade ein Häuschen verschwunden. Ja, da können wir mindestens die Eisenbahn etwas ausbauen, wobei die Abdeckung ist eigentlich noch relativ Rahmen. Ich könnte höchstens hier noch eine weitere Linie machen. Eine, die da drüben rausdüst. Dazu können sie natürlich das Teil ausbauen. Aber natürlich ohne Tramgleise. So, hier drüben rausgehen. Dann hier irgendwie so nach oben fahren. Das können wir eigentlich machen, dass wir hier wie einen Kreis fahren. Das wäre wahrscheinlich die einfachste Lösung. Da brauchen wir das Bushäuschen. Würde ich das mal hier machen, hier oben. Dann gibt es hier hinten noch eine. Hier. Dann halten wir hier unten nochmals. Dann gibt es hier mal eine zweite Linie. Hier so rum. Jetzt habe ich da die falsche Haltestelle noch drin. Da oben haben wir noch eine vergessen. So. Das wäre Nahverkehr Bus 1. Mike City. Gut. Die Straßenfahrzeuge fehlen noch. Was haben wir hier oben? Tram 4. 5. Oh. Ach, jetzt haben wir da die Tramdingens geklaut. So wie es aussieht. Moment, um das beheben, können wir hier kurz den nehmen. Na, jetzt. So, dann müsste das eigentlich behoben sein. Gut. Also wir brauchen hier das Depot. Das Straßenfahrzeugdepot. Das hier. Dann brauchen wir hier, ja, wir nehmen hier glaube ich die Kutschen von den Emissionenwerten her. Und da haben wir, Moment, wie viele Haltestellen haben wir da? 6, also es gibt 7 Busse. Also 7 Kutschen auf die Linie. Hier Mike City. Frohe Fahrt. Ja, wir haben wieder ein bisschen Geld. Man sieht schon hier die einzelnen Linien. Die verdienen schon was. Einfach die hier, die machen massiv Minus. Die Tramme da unten. Da müssen einfach die ganze Infrastruktur noch ein bisschen mehr wachsen. Wir haben jetzt hier die auch noch besser verbunden, wie man sieht. Und hier mal gucken, da haben wir den Aufschwung. Einwohnerzahl Ziel 121 plus 80%.
96 Einwohner. Das sollten 217 Einwohner dann sein. 205. Ja, da hinten sind sie aber auch schon wieder am Bauen. Und ich denke, wenn wir hier dann erstmal einen Bahnhof haben, dürfte das Ganze eh besser in Schwung kommen. Wie sieht es eigentlich da unten aus? Die Busse, da haben sie glaube ich noch gebaut. Die sind aber relativ gut dabei. Jetzt könnten wir eigentlich da hinten durchfahren. Das mal anschauen. Ja, da könnten wir die Buslinie umlegen. Das würde ich irgendwie glatt mal machen, dass wir die hier oben hinsetzen. Und dann hier runter gehen. Dann brauche ich mal die Linie. Das wäre die hier. Dann müsste Station 8 noch ersetzt werden. Da oben lang gehen. Da können wir die nämlich löschen. Dann haben wir das auch ein bisschen optimiert, das Ganze. Dahingehend, dass es ein bisschen besser funktionieren sollte. Hannover, wie sieht das hier aus? Die ist, glaube ich, auch wieder gewachsen. Ja, nur nicht so massiv, habe ich das Gefühl. Das wäre die hier. Na gut, die haben da hinten zwar eine gute Abdeckung. Könnte höchstens hier durchfahren und hier hoch. Was diese Straße da oben soll, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber man könnte hier hinten noch ein bisschen besser hin. Also da noch irgendwie eine Buslinie lang machen. Das wäre vielleicht noch sinnvoll. So, da unten hier noch anhalten. Dass wir hier einen Halt hinsetzen, da haben wir eh schon einen. Da machen wir den da oben hin. Und dann hier hinten drehen wir. Weil man müsste eigentlich da hinten noch hin. Könnten hier runter. Müssen hier noch lang gehen. Dass wir hier noch irgendwie was machen. Weg. Dann brauche ich hier mal eine Straße. Eine solche Straße. Suchen wir das mal. Hier noch eine Verbindung reinzubauen. Hier nämlich da durchfahren. Da gibt es hier mal eine Bushaltestelle und hier oben. Dann haben wir hier nämlich auch noch eine zweite Linie. Das wäre Nahverkehr Bus 1 Hannover. Dann geht das auch wieder von hier unten los. Von hier, hier durch, hier drüben lang, noch hier, hier drehen, dann da wieder zurück. Dann haben wir hier 9 Haltestellen. Das würde heißen, wir brauchen hier 10 Busse. Wo ist denn das Depot?
Depot, Straßendepot. Nehmen wir hier auch wieder die Kutschen. Wie viel habe ich jetzt gesagt? 9. Wir brauchen 10 Busse. Für die Linie. Gut. Dann haben wir das nämlich auch schon angeleiert. Das nächste, was ich eigentlich angehen möchte, ist, dass wir die Brotfabrik hier ein bisschen mehr in Schwung kriegen. Die haben jetzt erst 46 Brote. Und die müssten ja eigentlich 100 können die liefern. Als Abnehmer, ich glaube, da können wir noch mehr. Ja, die können bis 200 produzieren, die versenden auch 200. Müssen wir hier vielleicht eine zweite Brotfabrik hinstellen? Level 1. Wie viel sind denn die versorgt? 60%. Kriegen wir hier nicht genug weg? Ja, die produziert irgendwie nicht schnell genug. Habe ich das Gefühl. Die hat aber auch relativ wenig im Lager. Die Frage ist, haben wir hier bessere Fahrzeuge? Cargo, wir haben die drauf. Ja, die haben nur 6 Kapazität. Von dem her würde ich das irgendwie noch lassen. Wir haben 20 Fahrzeuge. Die Fabrik ist halt einfach ein bisschen lahm. Ja, wir müssen hier mehr Getreide hin liefern. Das können wir eigentlich machen mit der hier oben. Wir haben hier eine Straße. Wir bauen jetzt mal einfach die Straße darunter. Von hier her, dass wir hier irgendwie so weggehen. Auch hier raus irgendwie. Dass wir hier irgendwie lang gehen. Da unten hin, das ist ein weiter Weg. Wir das halt machen, aber wir müssen es, weil wir brauchen da einfach mehr Getreide. Oben ein solches Teil hin. Ich glaube, wir haben da oben eh auch noch eine weitere Stadt, die dann Getreide benötigt. Da hinten zum Beispiel. Da haben wir auch nichts in der Nähe. Ich würde mal sagen, wir machen hier auch das Ladeteil hin. Güter. Das Teil hier. Ohne Tramgleisen brauchen wir noch nicht. Ja, jetzt ist es zu nah. Eisenbahngleise können gebaut werden, um Bahnhöfe zu verbinden. Ja, das ist logisch.
liebes Spiel. Ich müsste das nochmal wegreißen. Ich sehe nämlich noch ein bisschen weiter draußen sitzen, damit ich dich modifizieren kann. So, dann ziehe die Sträßchen. Wir nehmen gleich mal die. Einmal dahin. Und den machen wir da rein. So. Linie. Das wäre. Ja, wir können die nachher eigentlich beschriften. Wir gehen mal von hier nach da. Schauen uns kurz an, wo der jetzt reingeht. Geht auf der gleichen Straße. Ja, die kommen sich wenig in die Quere. Das wäre Gütertruck. Getreide. Lebensmittel. Berlin. Das ist ja in der Nähe von Berlin. Ja. Beschriften wir das noch kurz um. Mal sieht die Abzweig. Nee. Das ist Berlin. Berlin Getreide Lebensmittel. Das wäre der Bauernhof von Berlin. Bauernhof Berlin. Berlin, genau. Nein, Berlin. So. Gut, dann brauchen wir hier nur noch die Fahrzeuge. Gucken, ob wir da so viele Trucks nehmen können. Das kostet uns 7000. Kaufen wir. Das ist die Getreidelinie. Die hier. Dann sollten die hier auch besser Getreide hinbekommen. Gut. Hier oben haben wir noch ein Städtchen, das Lebensmittel benötigt. Ich würde sagen, das wäre eigentlich die nächste Stadt, die wir dann brauchen. Wir nennen die mal Duisburg. Duisburg. Ja, genau, Duisburg, genau. Duisburg. So. Ja, und Duisburg bekommt natürlich hier den Anschluss noch. Einerseits mit der Personenlinie. Die können wir eigentlich da herstellen, auch zwischendurch. Indem wir hier die Straße mit verbinden. Natürlich machen wir gleich mal eine 60er Straße. So, dann haben wir die nämlich auch schon verbunden. Und dann können wir nämlich das Lebensmittel auch dann wieder von hier holen, wieder oben. Damit die dann auch eigentlich in beide Richtungen Geld verdienen. Und das wäre relativ wichtig, dass die Linien relativ gut funktionieren. Da wir da ja eigentlich verdienen, sozusagen. Gut, ja, ich würde sagen, das wäre es für die Folge gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen.
Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Und dann hoffe ich, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit anwesend, wenn wir dann das Städtchen Duisburg ans Netz nehmen, während wir hier noch ein neues Tram kriegen, nämlich die Moskau F. Und ja, dann freue ich mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!